Marietta, Sie haben Armenien vor 32 Jahren verlassen. Der große Aufbruch, der große künstlerische Aufbruch in eine dunkle Zukunft. Was waren Ihre Erwartungen? Was waren vielleicht auch Ihre Enttäuschungen? Mit 32 bin ich aus Armenien ausgereist, aber auf keinen Fall in dunkle Zukunft. Ich habe nur positiv gedacht. Und nur ich hatte nicht vor, in Deutschland zu landen oder in Deutschland zu wohnen, zu bleiben. Ich wollte einfach nach Italien und Michelangelos Sixtinische Kapelle anschauen. Und sind in Bremen gelandet. Und bin ich in Bremen gelandet, genau. Ihre Erwartungen? Dann an Bremen, an Deutschland. Was hat Sie gehalten? Ihre Enttäuschung? Da ich nicht geplant habe, nach Deutschland zu kommen, ich hatte überhaupt keine Erwartungen vor Deutschland. Die Pläne waren anders. Ich sollte hier etwas Künstlerisches machen und dann nach Italien fahren. Aber wie es oft im Leben ist, es kommt manchmal anders, als man sich vorstellt oder als man das geplant hat. Sie sind mit dem Weg in den Westen sicherlich ein hohes Risiko, ein persönliches, aber ich denke auch ein hohes künstlerisches Risiko eingegangen. Wie haben Sie es geschafft, das Gleichgewicht herzustellen zwischen dem Verlust der alten Heimat und der Suche nach einer neuen Geborgenheit, nach einer neuen Heimat möglicherweise sogar? Ja, das stimmt. Als ich hierher kam, weit weg, von meiner Kultur, von meinem Land und total andere Mentalität, würde ich sagen, habe ich mich wie eine Seiltänzerin gefühlt zwischen zwei Ländern, wo, um Gleichgewicht zu halten, hat mir die Kunst wie ein Stab geholfen, damit ich auf diese Seil mein Gleichgewicht nicht verliere. In Armenien, der Granatapfel war nur mein Lieblingsobst, das ich gern gegessen habe und gern auch geschnitten habe. Das war nur mein Privileg. Nur ich dürfte Granatapfel schneiden bei uns zu Hause. Und hier, dank Entfernung oder dadurch, dass ich weit weg von zu Hause war und hier Granatapfel zum ersten Mal gesehen habe, seit dem Tag habe ich das Gefühl gehabt, dass es das wie meine Heimat bei mir ist jetzt. Granatapfel plötzlich wurde ein Symbol für meine Heimat geworden. Und auch gleichzeitig ein Symbol für meine Familie auch. Und zum Schluss natürlich auch aus Granatapfel. Granatapfel wurde auch eine verbotene Frucht für meine Schöpfung geworden. Für Ihre Schöpfungsgeschichte? Für meine Schöpfung. Die Sie seit vielen Jahren beschäftigt, ein großer Zyklus in Ihrer Arbeit, der unvollendet ist und vielleicht auch immer unvollendet bleiben wird. Jedes Mal, wenn ich ein Bild male oder letztes Bild male, denke ich, jetzt ist die Reihe geschlossen, abgeschlossen. Mit Thema bin ich schon fertig. Aber inzwischen habe ich bemerkt, dass das Thema geht mit mir weiter, weil das ist nicht einfach Schöpfungsgeschichte vom Bibel geblieben, sondern das ist auch meine Geschichte geworden. Ja? Und wie weit ich mich verändere, verändern sich auch meine Ansichten, meine Gedanken und
Deswegen sage ich nicht mehr, dass es das letzte Bild ist. Meine Mutter ist die Person, die mich frühzeitig entdeckt hat und unterstützt mich. Trotz aller Schwierigkeiten, sie hat sich hinter mich gestellt und auch Kraft gegeben, meinen eigenen Weg zu finden. Wie im Leben, genauso auch in der Kunst. Deswegen, ihre Rolle ist für mich sehr wichtig. Was ist wichtiger, dass sie gedrängt worden sind, dass sie gefördert worden sind oder vielleicht auch, dass sie die Freiheit bekommen haben, das zu tun, was sie wollten? Gedrängt werde ich nicht sagen. Gefördert hat sie mich. Sie hat mich, kann man sagen, auch geschubst in die Freiheit. So werde ich sagen. Und heute bin ich deswegen ihr sehr dankbar. Ihre Geschichte ist nicht nur Ihre persönliche Geschichte der Wanderung von Ost nach West. Ihre Geschichte ist, wie Sie gesagt haben, auch die Geschichte der Familie und auch die Geschichte Ihres Erfolges. Das meint ganz sicherlich auch den Völkermord an den Armeniern aus dem Jahr 1915. Wie sehr bestimmt denn diese politisch-historische Erfahrung, Ihre heutige Arbeit? Heute, ja, kann man das auch so sehen. Aber solange ich dort war, das Thema war, wurde nie gerührt. Gerührt oder wie sagt man? Angefasst. Angefasst. War tabuisiert. Das war tabuisiert, genau. Bei uns zu Hause. Und heute weiß ich, weswegen. Und hier aber, durch einige Projekte, bin ich direkt damit konfrontiert worden. Und deswegen könnte ich mich nicht mehr verstecken, werde ich sagen. Danach ist mir klar geworden, dass ich Angst vor Schmerz hatte, weil der Schmerz war sehr tief. Dass ich von meinen Eltern oder Großeltern unbewusst geerbt habe, ja. Und obwohl am Anfang ich nichts mit Politik zu tun haben wollte, inzwischen denke ich, dass das ist jetzt für mich Lebensnotwendigkeit geworden. Ja, so werde ich sagen. Sie haben ein großes Gemälde zum Thema Völkermord fertiggestellt, ein Triptychon, Öl auf Leinwand. Das mich sehr beeindruckt hat, als ich das vor 2 oder 3 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal gesehen habe. Gibt es in dieser Richtung weitere Projekte? Wollen Sie in dieser Richtung weiterarbeiten? In der Richtung natürlich arbeite ich weiter. Wenn irgendwann die Möglichkeit besteht, dann kann man auch die Bilder oder die Objekte ausstellen. Weil es geht jetzt mir nicht mehr um armenischen Völkermord 1915, sondern ich kann nicht gleichgültig sehen, egal in welchem Land oder welche Nationalitäten aus religiösen oder politischen Gründen umgebracht werden. Das kann ich nicht mehr gleichgültig sehen. Das heißt, durch Distanz zwischen mein Land und meine Geschichte habe ich weiten Blick jetzt bekommen, dass ich nicht mehr sagen kann, dass das Thema nur armenisches Thema ist. Und ich würde mich freuen, wenn meine Bilder auch bei jemandem oder jemanden Aufmerksamkeit geben oder wie kann man das sagen? Wenn Sie Aufmerksamkeit erregen für solche Menschenrechtsverletzungen, genau, in der Welt, genau, insgesamt. In der Welt insgesamt, dass sie auch diese Frieden hier nicht selbstverständlich nehmen. Das ist schon ein Glücksfall.
und dass sie einfach nicht die Bilder in Medien wie Bilder sehen, das mit uns nichts zu tun hat. Weil das, dass wir heute in Frieden leben, macht uns nicht frei vor Verantwortung. Was, ich weiß nicht, im entfernten Land passieren, das dürfen wir nicht machen. Als Mensch finde ich, wir sind verpflichtet, auch aufmerksam für andere oder für andere da zu sein. Lassen Sie uns über Ihre neue Heimat sprechen. Sie leben nun seit etlichen Jahren schon in Bremen, arbeiten hier in Bremen. Was bedeutet diese Stadt für Sie? Inzwischen Bremen ist meine zweite Heimat geworden. Und wenn ich einen Monat, seit mindestens 10 Jahren, wenn ich in Armenien bin, einen Monat versuche ich jedes Jahr in Armenien zu verbringen, jedes Mal merke ich, dass ich Deutsch vermisse, dass ich Sehnsucht nach Bremen habe. Das ist ganz, ich kriege Gänsehaut, das ist unglaublich. Wenn Sie als Symbol Ihrer armenischen Heimat den Granatapfel in sich tragen, was könnte das Symbol Ihrer neuen deutschen Heimat sein, Bremens sein? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich liebe Bremen allgemein so, mit positiven und negativen Seiten, aber so spontan, natürlich Bremer Staatsmusikanten, aber ich möchte nicht so zu Bremer Staatsmusikanten kommen. Ich würde Rathaus nennen, weil das ist ein wunderbares Haus, unglaublich, wie als architektonisches Werk, wie das überhaupt zusammenkommt, so viele Einzelheiten, feine Reliefs und so weiter, wie man alles zusammenbringt, das fasziniert mich immer wieder. Wie von außen, auch natürlich von innen. Zu einer Künstlerin aus Armenien, die hier in Bremen ihren Haltepunkt gefunden hat und Kulturbeauftragte vom ZAD ist. Sie setzt sich in ihrer Kunst mit dem Thema der Schöpfung intensiv auseinander und dabei spielt der Granatapfel eine zentrale Rolle. Wir begrüßen ganz herzlich Marietta Armena. Schwer war zu finden hier. Nach 2 Jahren, eine Bekannte hat mich mit einem wunderschönen Granatapfel überrascht. Ein roter, großer Granatapfel lag auf dem Tisch. Und als ich das gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass ein Besuch aus Heimat ich hatte. Und ich war überrascht, fragte ich, wie, gibt es hier auch Granatäpfel? Das war eine Entdeckung für mich. Plötzlich stand sie vor mir mit einem riesigen Messer. Ich konnte nicht ganz schnell wahrnehmen, was jetzt da passieren wird. Nahm sie Granatapfel und schnitt auf einmal durch. Es hat mir so weh getan. Und das, ich habe gesagt, wie konntest du nur sowas antun? Und das war der Auslöser, dass ich mich verpflichtet fühlte, oder vom Granatapfel wurde ich als Botschafterin ausgewählt, dieses Ritual weiter an so vielen Menschen wie möglich beizubringen, zu zeigen. Nach diesem Vorfall kann man sagen, habe ich mich dann intensiv mit Granatapfel beschäftigt und entdeckte immer mehr Geheimnisse von Granatapfel. In vielen Kulturen, das ist ein Frucht, die Frucht für Liebe und Fruchtbarkeit. Es ist auch Symbol für Kosmos und Makro, Mikro- und Makrokosmos. Granatapfel ist auch Symbol für verbotene Frucht. Und für mich ist auch
symbolisiert auch meine Heimat. Heute aber präsentiere ich Granatapfel als Modell für Integration. Und extra für Brenner natürlich. Weil an dem Tag, als ich Granatapfel hier in Bremen entdeckt habe, natürlich nach meiner Heimat, ja, habe ich mich hier in Bremen zu Hause gefühlt. Und das ist mir sehr wichtig, dass Sie alle, die hier anwesend sind, das genau anschauen, wie das gemacht wird und das bitte weitergeben. Weil in Zukunft darf kein Granatapfel mehr ermordet sein. Man muss ganz vorsichtig die Krone entfernen. Dabei darf man keinen Kern verletzen. Sie wissen schon warum. Und dann ritzt man das ganz vorsichtig ungefähr 1 oder 2 Millimeter tief ein. Und wenn Sie jetzt genau zuhören werden, werden Sie Musik von Granatapfel hören. Ich muss hier näher halten. Bitte schön. Und wenn wir Granatapfel jetzt ganz genau anschauen, wir sehen hier viele Kerne, die in bestimmten Mengen in Segmenten leben oder wohnen, kann man so sagen. Wenn wir Granatapfel als Ganzen, als Bremen wahrnehmen, und diese Segmente sind dann die Nationalitäten oder unterschiedliche Religionszugehörigkeiten. Und die Kerne sind dann wir. Wenn wir ganz genau Granatapfelkerne betrachten, das werden Sie auch selber überzeugt sein. Und dank dieser einfachen Obst, sehen wir, dass es möglich ist, egal unabhängig von unserer Hautfarbe oder Religionszugehörigkeit, ist möglich zusammenzuleben. Und das ist auch sehr notwendig. Und dafür aber brauchen wir guten Willen und Toleranz füreinander. Und wenn man einen Granatapfel schneidet, muss man unbedingt 3 Kerne essen. Ein ist für Glück, ein für Fantasie und ein natürlich für Liebe. Das können Sie nachher natürlich kosten. Ich danke Ihnen. Wir kennen Sie als eine sehr vielseitige Künstlerin. Das meint die Themen, das meint aber auch Ihre Techniken. Diese Vielseitigkeit wird gelegentlich kritisiert. Sehen Sie darin eher einen Nachteil oder doch eher einen Vorteil? Also die Kritik verstehe ich auch, weil für Galeristen, es ist einfacher mit einem Künstler oder Künstlerin zu arbeiten, das immer im gleichen Weg bleibt. Dann, das ist auch Erkennungsmarke. Marke oder? Ja, Wiedererkennungszeichen. Wiedererkennungszeichen ist. Ich verstehe das. Alleinstellungsmerkmal wäre der heutige Begriff dafür. Aha. Also von diesem Aspekt kann ich verstehen. Aber ich finde, dass ich hier freier wurde und ich sehe meine unterschiedlichen Techniken, was ich für meine Themen benutze, kann ich nicht anders, weil jedes Thema ist anders. So würde ich das begründen. Jedes Thema ist anders und jedes Thema braucht anderes Material. Und ich möchte mich nicht zwingen, immer mit gleicher Art und Weise die Themen zu verarbeiten oder
zum Ausdruck zu bringen, dann hätte ich mich oder gelogen oder wie nennt man, umgestellt. Ich bin einfach so. Und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit habe, das auch zu benutzen. Ja. Trotz dieser Vielseitigkeit, Unterschiedlichkeit in Stil, in Technik, in Themenstellung, glaube ich, ist Ihre Kunst immer ganz unverwechselbar, Marietta Amena. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. Thank you.